Wenn ein Mix bisher keinen Druck hat, dann lass uns einfach mal dieses ganze EQ und Kompression und den ganzen Krempel vergessen, sondern einfach mal wirklich physikalisch in die Tiefe gehen. Wo kommt Druck überhaupt her? Wie entsteht Druck und wo ist vor allen Dingen, in welchen Instrumenten liegt der Druck? Also, was meinst du wirklich damit? Wenn ich mich mit Home Recordern unterhalte und frage, wo liegen so die Probleme, wo hast du wirklich Schwierigkeiten, deinen Mix wieder nach vorne zu bringen oder ja, was wünschst du dir eigentlich von deinem Mix? Dann kommt oftmals neben der Transparenz kommt, es fehlt einfach der Druck. Und da muss man jetzt erstmal rausfiltern, was heißt denn Druck überhaupt für denjenigen oder was heißt Druck, sage ich jetzt mal, durchschnittlich für den Home Recorder? Was ist damit gemeint? Also ich denke, ich kann für jeden Home Recorder sprechen, dass Druck, wie soll ich sagen, ja, wenn ein Mix Schub hat, ja, der hat richtig Dampf und der knallt im Auto. Und ja, das ist das eigentlich das, was sich jeder Home Recorder zumindest im Bereich Rock und Metal wünscht, dass der Song halt einfach richtig Schub hat und ballert ohne Ende, sagen wir jetzt mal so. Um jetzt zu verstehen, wie man Druck in so einen Mix bekommt, muss man vielleicht erstmal ein bisschen weiter vorher anfangen. Und zwar lassen wir jetzt mal dieses ganze EQ, Frequenz, Masking, Überlagerung und Kompression, was du sonst immer überall hörst und vorgeschlagen bekommst, lassen wir jetzt mal wechseln und setzen einfach mal viel, viel früher an. Wie entsteht denn überhaupt Druck? Folgende Situation: Du stehst vor einer großen Bühne und die Band auf der Bühne hat Schub ohne Ende, beziehungsweise dir kommt das so vor, als ja, der Soundmann macht einen guten Job und hat ordentlich Bums, die ganze Kiste. Und jetzt muss man verstehen, wie entsteht denn dieser Druck oder wie kommt der Druck bei dir an, so dass du sagst oder empfindest, boah, hier ist aber ganz schön Alarm. Wenn diese Bühne jetzt ordentlich ausgestattet ist mit einer ordentlichen PA und es da auch ordentliche Subwoofer gibt, die jetzt halt für den tiefen Bereich zuständig sind, wenn ich von tief rede, dann meine ich unter 100 Hertz. Und ja, es drückt hier so ein bisschen an der Brust, was ja alle richtig geil finden. Da muss man jetzt mal verstehen, wie kommt das zu dir? Und zwar wird ja Schall übertragen über die Luft. So. Und über den Speaker, also über die Pappe, über die Box, wird ja Schalldruck erzeugt. Das heißt, es wird eine Schallwelle erzeugt, die dann zu dir in dein Gehör kommt. Also erzeugt der Speaker in der Box, also der Lautsprecher, erzeugt eine Druckwelle, indem er Luft zum Schwingen bringt, und zwar drückt er dann Luft weg. Und das kommt dann zu dir als an. So. Und wie bekommst du das jetzt hin, dass das in deinem Mix auch so funktioniert? Dafür machen wir jetzt mal so einen leichten Deep Dive in die Tontechnik und die physikalischen Gesetze. Und zwar musst du dir einfach mal einen Speaker vorstellen. Also nimm einfach eine Gitarrenbox oder sonstiges, egal, einen Lautsprecher halt einfach oder deine Monitorbox. Und dieser Speaker bewegt sich ja nach vorne und zurück. Ja? Oder im Kopfhörer ist genau das gleiche Prinzip. Oder im Mikrofon, da ist es dann halt nur andersrum. Und diese Pappe bewegt sich vor und zurück, hat also einen positiven Ausschlag. Das ist das, wenn die Pappe nach vorne weggeht, und einen negativen Ausschlag. Das heißt, sie saugt quasi Luft ein. Also einfach ein Plus und Minus. Damit also jetzt diese Pappe überhaupt Druck erzeugen kann, musst du dir merken, dass der Speaker an sich nach vorne drücken muss. Das heißt, er muss Luft bewegen nach vorne. Also er geht in den Plusbereich nach vorne. Schon mal merken. Bevor wir da jetzt tiefer reingehen in das Thema, möchte ich kurz noch aufdröseln, welche Instrumente sind denn überhaupt für den Druck zuständig in einem Mix, oder welche Instrumente lösen diese Emotionen aus oder dieses. Im meisten Fall sind es Instrumente, die einen Impuls geben, also perkussive Sachen, ja, das heißt die Kickdrum schon mal als allererstes, ja, wenn Soundcheck ist und einer drückt auf die Kick, dann wird Luft bewegt, ja, also es sind hauptsächlich perkussive Sachen. Und
Sachen, die im Low-End-Bereich sind, das heißt tieffrequente Sachen. Weil ganz einfach tiefe Frequenzen eine längere Wellenform haben, die brauchen mehr Energie und umso mehr Energie, umso mehr Druck wird dann auch von der Pappe transportiert nach vorne. Also reden wir hier von Kickdrum, Toms, Bass natürlich in dem Bereich, weniger von Gitarren, ja, und schon eher ganz weit weg ist irgendwie ein Shaker oder so. Ob der Shaker jetzt geil klingt oder richtig Bums hat, da hat sich, glaube ich, noch keiner drüber unterhalten. Also alle, die in einer Rockband spielen und saftige Schlagzeug oder saftige Drums haben wollen, die sind jetzt hier gerade auf jeden Fall auf dem richtigen Video. Zwischendurch einfach schon mal kurz auf Abonnieren klicken und lass mir ein Like da, drück aufs Glöckchen, dann weißt du auch in den nächsten Videos Bescheid, wenn hier wieder richtig geiler Content kommt. Um jetzt auf den Punkt zu kommen und den Kreis zu schließen, damit du das auch verstehst, wie du das jetzt in deinem Mix umsetzt. Angenommen, du hast deine Kickdrum aufgenommen und merkst jetzt, dass die ja noch nicht so den Punch hat, das, was du dir vorstellst. Und dann fängst du an, mit EQ rumzuschrauben und Kompressor und machst alles das, was du alles schon im Internet gehört hast. Und irgendwie funktioniert der ganze Kram nicht so. Angenommen, wir haben ein Kickdrum-Mikrofon, das heißt eine Wellenform. Ja, du hast sie aufgenommen, guckst in deine Audio-Software und hast einen Kick-Kanal. Dann musst du schauen, dass das Signal, was du aufgenommen hast, dass der erste Transient, also dass der erste Impuls, der von der Kick kommt, positiv ist. Warum? Das habe ich dir eben schon erklärt. Weil der Speaker, der ja den Druck erzeugt und zu dir transportiert, zum Zuhörer, muss Luft nach vorne wegdrücken. Also er muss in dem Positivbereich sein. Wäre der Transient, also der erste Transient deiner Kickdrum, wenn die Wellenform nach unten geht, negativ, dann würde der Speaker Luft einsaugen. Das macht ja absolut gar keinen Sinn, wie du jetzt hoffentlich verstehst. Was kann man da machen? Man dreht einfach die Phase. Das sind diese Knöpfe mit so einem Durch oder dieser Kreis mit so einem, mit so einer Linie durch oder von deiner Seite aus so, glaube ich. Das heißt, du flippst einfach die Polarität. Dann ist der erste Ausschlag im Positivbereich und drückt damit Luft nach vorne. Wenn du jetzt zwei Mikrofone hast, dann wird es wieder ein bisschen komplizierter, weil die sehr wahrscheinlich dann Laufzeitunterschiede haben. Du hast zum Beispiel ein Mikrofon in der Bassdrum und eins außen und die erste Wellenform startet hier und die zweite startet hier und da oben, die geht runter und die andere geht hoch und dann gibt es Phasen, Auslöschungen und so, das ist wieder ein bisschen komplizierter, machen wir in einem anderen Video. Aber grundsätzlich bist du jetzt in der Lage, ohne EQ und Kompression erstmal zu checken, ob deine Phase, deine Phasenlage, ob deine Wellenform überhaupt richtig ist, so dass der Speaker, der Lautsprecher, erstmal an sich Luft wegdrückt und damit Schub erzeugt. Ob das jetzt vor einer Bühne ist oder im Auto, ist egal, weil der Speaker hat einfach nur die Wahl zwischen positiv, also Plus und Minus. Also sollte man das auf jeden Fall schon mal klarstellen. Um das Ganze visuell zu verdeutlichen, kannst du dir jetzt einfach vorstellen, wir haben hier, ich nehme jetzt einfach mal hier meinen Kopfhörer und hier ist ja auch ein Speaker drin. Ja, das heißt, der Positivausschlag ist so, nach oben, und der Negativausschlag ist so. So, und um das jetzt zu überprüfen, kann man auch hier einfach mal so ein 10 Cent Stück reinlegen. Und wenn das 10 Cent Stück bei der Kick hochspringt, dann kannst du sicher sein, dass der Ausschlag positiv ist. Wenn der jetzt unten drin bleibt oder bewegt sich nur ein bisschen hin und her, dann bist du im Negativbereich, was negativ ist für deinen Mix. Alternativ kannst du ganz einfach in deiner Audio-Software in die Wellenform reinzoomen und kannst visuell überprüfen, ob der erste Ausschlag nach oben geht. Ich blende hier auch gerade mal noch irgendwo was ein. So, und ich hoffe, das konnte dir auf jeden Fall Ruhe. Das konnte dir auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, weil viele setzen einfach zu spät an, ja, und fangen schon mit EQ und so an rumzudoktern. Es gibt halt physikalische Grundregeln, die man halt verstanden haben muss, bevor man da schon dann irgendwie rumdoktert und EQ einsetzt und Kompressor und den ganzen Kram. Deswegen gibt es diesen Kanal und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen Informationen bringen, die dich auch weiterbringen dann in deinem Mix,
da wirklich ein bisschen mehr Bums rauszubekommen. Wenn du jetzt Home Recorder bist oder du bist Musiker und spielst in einer Band und ihr nehmt selber Proberaum, Drums auf oder sonstiges und du brauchst da wirklich mal ja, einen roten Faden, wie du jetzt deine Band oder die Band generell, den Sound auf, sagen wir jetzt mal Tonstudio-Qualität bekommst, dann geh doch einfach mal auf Home Recording 1x1 und bewerb dich auf ein kostenloses Strategiegespräch, ja, oder wir machen eventuell sogar eine Mix-Analyse und gucken mal in deine Session rein, was du da bisher schon alles gemacht hast, warum deine Drums noch keinen Punch haben, warum fehlt dir noch die Transparenz, dir fehlt der Clou, das sonstiges. Das schauen wir uns dann genau an, egal ob Pro Tools, Logic, Studio One, Cubase und gucken dann wirklich da Deep Dive, machen wir mal in deine Session rein und bauen dann einen individuellen Plan für dich, wie du von Anfang bis zum Ende zum fertigen Produkt kommst, was du dann auch auf der Musikplattform dieser Welt veröffentlichen kannst. Klingt das nach einem Plan für dich? Dann freue ich mich, wenn wir bald schon quatschen können in der Analyse und gucken, dass wir deine Mixe da ordentlich nach vorne bekommen. So viel von mir, liebe Grüße aus dem Westerwald und viel Spaß im nächsten Video. Bis dahin, dein Christian.